Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Outlast Part 21 mit Kobold Kane. Hallöchen. Hallo. So, es geht halt noch weiter. Ja, wir waren ja hier in einem komischen Raum hier mit dem Jump'n'Run und unsere Kamera ist weg und die müssen wir jetzt holen gehen. Ja, und bei mir jetzt auch endlich mal wieder mit Game-Aufnahme, also mit Sound vom Game. Und später im Rennen dann kommt wieder ein Tweet. Audio hat zerschossen. Von dir das war dann. Wirklich so. Ja, das war wirklich abnormal. So, wo liegt jetzt also, die Kamera? Geht dann jetzt los, ne? Rennt doch bestimmt wieder irgendwer rum. Oh, da unten. Warte mal, da müssen wir doch hier in den Raum rein, ne? Rennt hier wer rum? Da kommt wer? Ich kann mich dann unter Betten verstecken. Ey, was ist das denn? Kann man sich nicht unter Betten verstecken, weißt du da? Na doch, hier schon. Sind wir nicht. Wo bist du denn jetzt? Bist du schon losgegangen? Ich bin in diesen Raum reingegangen, dann habe ich schon ein Geräusch gehört. Da ist eine Batterie in dem Raum. Ja, was wo? Oh, es fängt jetzt schon wieder an, dass ich mich dumm anstelle. Oh, was sind hier für Geräusche? Ich will da nicht reingehen. Siehst du dieses Loch, bist du schon durch? Wo so Fliesen sind? So ein Loch in so einem Holzteil. Bist du da schon? Nee, ja, ich sehe es, aber ich bin noch nicht dort. Das ist ja stockfinster. Ich höre schon wieder die Mischmaschine. Hörst du die auch? Dieses schon Wasser irgendwie. Piepen. Und so eine Mischmaschine von damals. Die kennt Lobe meine Zuschauer. Ach doch, die kennt sie, weil. Alter, es ist so dunkel. Oh, die Dusche ist aktiviert. Oh, da können wir wenigstens unsere Hände mal waschen. Lecker. Ah, hier ist ein Loch im Boden. Ohne Dusche. Ich guck mal in die, nicht dort, wo das Wasser läuft, sondern woanders. So, da. Wie komme ich jetzt da rein? Ach so, hier rum. Ja, wie unlogisch. Wir machen da so ein Loch rein. Fetti oder irgendwer, keine Ahnung. Sollen wir runterspringen? Also ich bin schon auf der Kiste in dem Loch, aber. Ich hab die Vermutung, sobald wir jetzt hier runtergehen, geht eine Verfolgungsjagd los. Von wem denn? Fetti oder was? Ist er nicht schon am Arsch? Nö, Fetti lebt, glaube ich, noch irgendwie. Also, er muss noch leben. Ist hier was zum Verstecken im Raum? Weißt du das? Ich. Nee, ne? Och man, ey, ich will nicht hier runterspringen. Auf drei springen wir, okay? Ich bin schon unten. Ah, toll. Danke für die Info. Ich bin schon ein Stück weiter gegangen. Ohne was zu sagen, toll. Oh ne, kennst du das noch hier? Ah, oh. Hier läuft doch der eine Typ rum. Für die Mischmaschine da, die soll. Ach Gott, hier sind doch schon wieder. Ach du lieber Gott. Oh Gott! Alter! Das ist meine Fresse! Leck die Katze am Arsch. Wohin denn? Ich gehe doch nicht dahin, wo der Typ da hingerannt ist. Ich bin wieder mal ein Stück weiter wie du. Wei! Du auch? Der hat mich erschreckt, der Typ. Der hat mich angesprungen. Ja, mich auch. Da sitzt einer auf dem. Hä, was soll ich denn jetzt hier machen? Hier ist doch nichts. Ja, du kannst da weitergehen. Ja, wieso bin ich jetzt hier hingegangen? Sonst nur um einen Jumpscare zu kriegen, oder? Ja, du kannst doch bei dem Jumpscare weitergehen. Echt? Wo denn? Na, trotzdem, wo Licht ist. Licht? Wo ist denn hier Licht? Na, das ist irgendwo. Hier sind nur Typen, die an dem Fenster rumrennen und irgendwie da sitzt einer. Ich glaube, ich sehe die Kamera. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich glaube, du bist in eine andere Richtung gegangen. Nee, ich bin auch bei den Typen vorbei. Ich bin dann nur schon weitergegangen.
Das war alles zugemacht. Ach, egal. Ach. Bei dem Licht bin ich doch auch schon lang vorbei. Ich bin, glaube ich, weiter als du gewesen. Nö, ich bin. Ich habe ja schon die Kamera gesehen gerade. Ja, hier ist nichts. Darf nicht wahr sein. Ja, ist mir egal, ich gehe nicht dran. Also, was ist da? Meine Eltern können ja dran gehen. Wieso habe ich überhaupt. Oh Gott. Es gibt dann immer solche Helden, wenn die anrufen, die lassen 30, 40 mal klingeln und denken dann immer noch, dass du rangehst. Ach, hier ist eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist so dunkel hier. Ne, okay. Optionen, Grafik, Einstellungen, Gamma-Wert, hochsetzen. Ach ja, auch Leute in meiner Aufnahme, ihr seht oben links der FPS. Es ist eh dauerhaft eine 60, also es ist eigentlich egal. Es kommt aber irgendwie von Shadowplay, weil ich das im Hintergrund laufen habe. So, ich hole jetzt die Kamera, okay? Noch Batterien. Ach du lieber Gott, der Raum ist so riesig. Und da knackt irgendwas. Das ist mir gar nicht geheuer, der Raum. Überhaupt nicht. Der schnauft auch so. Wetten, wenn man die Kamera nimmt, geht hier die Post. Du bist schon in dem Raum mit der Kamera. Da potzt einer rum, hörst du das? Wie potzt einer rum? Mit einem Hammer schlägt da einer irgendwo gegen. Das höre ich jetzt auch, ja. Hat die Kamera schon genommen? Nee. Nee. Da rennt einer rum. Ich duck mich jetzt. Och man, wir müssen die aber nehmen. Da passiert doch eh was. Wir können uns doch nicht davor drücken. Nimm die jetzt. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Oh Gott. Tschüss. Bin, glaube ich, in die falsche Richtung gerannt. Ich renne gerade wieder zurück. Die Kamera ist am Arsch. Nee, so gut wie nur. Wohin sollen wir, weißt du da? Zurückgehen oder weitergehen? Die kommen hinterher. Ich renn grad zurück. Rennst du weiter oder zurück? Hallo? Ah! Ich renn zurück. Oh, ich hab's überlebt. Aber wenn man zurückrennt, dann da ist nichts. Ja, du kannst auf die Spinde in der Mitte hochklettern. In diesem Duschraum. Echt? Ja. Sollen wir echt zurückrennen? Sicher? Ja, ich bin ja gerade zurückgerannt. Ich geh mal. Ne, ich probier halt mal aus. Ja toll, da war ich gerade. Ich wusste das nicht. Aber trotzdem hat er mir gerade richtig schön die Fresse poliert noch. So, ich warte kurz hier oben, bis du auch so weit bist. Ja, ich war ja eben schon so weit, aber ich wusste nicht, dass mir wieder... Ja, man kann hochspringen. Also man kann... da zieht sich dann an diesen Spinden hoch. Oh Mann. Jo, jo, hör auf, die Musik macht ja einen bekloppt. Oh, jetzt ist das Geplätscher im Hintergrund, da muss ich schon wieder auf Toilette. Ah, cool, ich bin jetzt da, speichert. Super. Ach, das war eine Aufregung, hä? Und jetzt wieder wohin? Das ist eine gute Frage. Weg. Ah, hier, guck, speichert, das kommt jetzt bei mir auch. Wo soll man jetzt hingehen, bitteschön? Ach, ja, stimmt, hinten war ja ein Gebiet, wo dunkel war und er nicht weitergehen wollte. Das bin ich gerade, oder? Ne, bin ich nicht. Ne, alles zu, wir müssen wieder zu, ja, ich weiß, wieder dahin, wo wir eben waren, wo der nicht weitergehen wollte. Na, dort hoch halt, ne, wie ist schon. Ja. Wie kommen wir jetzt da hoch? Der zieht sich doch nicht hier hoch, oder? Weiß ich nicht. Muss einfach ausprobieren. Doch, macht er. Ich guck mir noch mal den Engsturz. Ah, finde Vater Martin Verwaltungsblock. Oh Gott, hier ist ein Loch im Boden. Sollen wir es da runterspringen oder weiterspringen? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, ich zieh gerade erst hoch hier. Ich bin jetzt weitergesprungen. Weiß nicht, ob wir jetzt auch runter sollen. Ja, jetzt habe ich schon so die Meldung.
Aber hier, hier ist schon der. dicht und hier. Was? Oh Gott, habe ich mir erschreckt. Das Holz hat sich nach unten gebogen. Ich glaube, hier ist ein Verwaltungsblock, wo ich gerade hingehe. Komm, wir gehen erstmal nach unten, oder? Ich bin gerade geradeaus. Ja, komm, wir gehen nach unten lieber. Also da, wo das Loch war, ja? Ich bin dort, wo das Loch war, bin ich drüber gesprungen. Ja, komm, wir gehen das Loch jetzt rein. Oh, Straubenschnee. Ich weiß nicht, ob das da ist zum Reingehen. Ich auch nicht. Ach. Da gehen wir nicht rein. Ja, ich gehe nicht rein. Sieht nicht so aus wie reingehen. So, wir sollen jetzt hier runter springen oder was? Ne, im Leben nicht. Das überleben wir doch gar nicht. Oder? Doch. Toll. Ach, hier war doch was. Da steht der wer. Tut der was? Bist denn du? Vertrau dem Typen nicht. Naja. Egal. Jetzt? Oh Gott. Huch, hier hat er aber gerade was Schweres geladen. Ein Outlast. Hat kurz geheim. Oh, es regnet wieder draußen. Einen Weg nach Hause hat der Kerl gesagt. Oder mal, ich schlichte ihn mal ab. Da bin ich schon vorbei. Speicher, die sind ja viele Speicherpunkte. Das macht mir richtig Angst, ey. Die ganzen Speicher. Was ist das vorhin, wie? Da hat er uns die Tür zugemacht und bei mir hat es auch gerade geladen. Nein, Fetti Alarm. Nein. Doch. Och nee. Das war die Folge, sind jetzt für 30 Minuten. Tschüss. Er steht da mitten im Gang. Hä? Als würden wir das jetzt noch innerhalb von 2 Minuten schaffen, an dem vorbeizukommen. Wollen wir es probieren? Nachher stehen wir wieder, haben 20 Minuten Parts. Hast recht. Wollen wir auf Folgenende machen? Ja, dann haben wir halt immer eine kürzere Folge, keine Ahnung. Wir haben längere, also haben wir jetzt mal eine kürzere. Mach Ende. Ja, hier war ein Speicherpunkt. Und am Samstag kommt ja eh da, Sonntag kommt eh wieder eine Folge. Eben. Gut. Dann bedanke ich mich und du dich wahrscheinlich auch fürs Zugucken. Schaut auch bei den anderen Parts vorbei und was weiß ich wo und schreibt mal in die Kommentare eure Meinung, bla, blieb. Wie auch immer. Macht was ihr wollt. Das Like da, der Standardgedöns und ja. Alles von Standard reden. Ja, so geht's. Okay. Tschüss, Fetti. Ja, tschüss. Ging das Fetti jetzt an mich oder an Fetti?